Hallo, ich bin Thomas Borchert, mein Verlobter, bald Mann und einer der besten Männer überhaupt. Einer? Nein, das kann ich nicht sagen. Einer der besten Männer. Der beste Mann natürlich. Hallo, ich bin Navina Heine, die beste Frau der Welt, die großartigste Frau der Welt und meine Frau. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Und das Publikum war gestern so toll und hat Navina wirklich gefeiert. Also sie hat ein so schönes Willkommen bekommen, wie man es sich, glaube ich, schöner nicht vorstellen kann, oder? Ja, es war total, total nette Atmosphäre und gute Vibes, die mir da entgegengekommen sind. Gute Weiber-Vibes. Das hat mich sehr gefreut. Genau. Frauenpower. Ja, ganz genau. Auch im Publikum. Und das war echt schön. Ja, also ich muss auch echt sagen, ich bin da ganz stolz auf meine Fans, auf meine weiblichen Fans, dass die eben nicht jetzt denken, oh nein, jetzt hat der Thomas eine Verlobte und bald ist er verheiratet und so, sondern eigentlich im Gegenteil, die freuen sich einfach nur wahnsinnig für mich und für uns. Na, leg mal los. Also kennengelernt haben wir uns bei Luther in Fürth, die Uraufführung Luther, Rebell Gottes. Und Thomas war Luther und ich habe die Frau Katharina von Borchert, wollte ich schon sagen, von Bora gespielt. Und ja, das, unser Motto ist, oder sagen wir das Thema, oder was uns passiert ist, ist eigentlich Liebe auf den ersten Ton, sagen wir immer so schön. Weil es und das ist auch unser Hochzeitsmotto übrigens. Genau. Also direkt nach der Probe habe ich sie gefragt, ob wir zusammen was trinken gehen wollen. Wow, ich bin normalerweise tatsächlich schüchtern als Privatmensch. Das glaubt man immer so gar nicht, wenn man mich auf der Bühne sieht. Aber das bin ich. Und in dem Fall war ich mir so sicher, dass sie es ist, dass ich ja, meine ganze Schüchternheit einfach vergessen habe und sie gefragt habe, ob wir was zusammen trinken gehen wollen. Und der Rest ist dann sozusagen Geschichte. Und das Schicksal wollte es wohl so, dass wir auch da schon ein Ehepaar gespielt haben auf der Bühne. Richtig. Und jetzt werden wir bald eins sein. Ja, er flucht gerne beim Autofahren. Stimmt. Aber, ja, aber sie kann das immer sehr, sehr gut kompensieren. Das macht sie sehr gut. Und meistens schafft sie es dann auch ziemlich schnell, wenn sie mich so von der Seite anlächelt und so schon ein bisschen bestimmt, aber doch charmant dann irgendwie sagt, Thomas. Ja, ich glaube, ich kann dich ganz gut auf den Boden wieder, ne, so. Wieder erden. Ja, das kannst du. Ich bin ja eher so, ich bin ja oft ein bisschen überenergetisch, rede wahnsinnig viel. Ja, ne? Ach ja, natürlich. Ja, Thomas ist seine Macke. Er kann sehr lange und sehr viel reden. Ja. Und ich bin oft eher unentspannt. Das muss gar nicht unbedingt negativ sein, ne? Aber ich bin irgendwie immer in Spannung, wie so ein Foxterrier, ne? Also irgendwie so. Und Navina ist dann oft genau das wunderbare Gegenteil. Die ist so tiefenentspannt. Naja, doch, das bist du ganz oft. Musical bedeutet mir natürlich sehr viel. Ich mache jetzt seit fast 30 Jahren Musical, verdiene damit mein Geld. Und nicht nur das, sondern ich lerne natürlich auch ganz besondere Menschen kennen. Unter anderem jetzt meine Verlobte. Und es bedeutet ganz viel, weil ich ja eigentlich nie Musical machen wollte. Also das war nie mein Bestreben, im Musical-Business zu landen. Deshalb sage ich immer, es ist zu mir gekommen und nicht umgekehrt. Ich habe ein tolles Publikum, also ich habe ganz viele tolle Fans, die eben auch ganz treu meine persönlichen Konzerte besuchen und ich liebe es einfach, meine Musik ganz intim, so wie im Silbersaal im Deutschen Theater zu machen und
am Flügel zu sitzen und die Leute zu unterhalten, 2, 3 Stunden lang oder wie lange es auch immer sein mag. Das ist für mich das Allerschönste. Ich finde, der perfekte Tag ist, wenn wir zu Hause aufwachen, in unserem kleinen Häuschen, schön Kaffee trinken im Garten und dann uns fertig machen und dann am besten, was selten ist, aber dass wir in Berlin spielen und in Berlin dann It Takes Two machen. Also das Schönste für mich, das schönste Geschenk für mich ist tatsächlich einfach nur zu Hause zu sein. Gemeinsam zu Hause zu sein und den Tag gemeinsam zu beginnen. Mit einer Wiener, möglichst bei schönem Wetter natürlich, dann auch noch auf der Terrasse sitzen zu können mit einem Kaffee und dem Vogelzwitschern zu lauschen und in den Garten zu gucken. Das ist eigentlich ja, der größte Wunsch. Und selbst im Winter ist das schön. Und wir haben so ein tolles Terrassenfenster. Und dann mit dem Kaffee vor diesem Terrassenfenster zu sitzen und in den Garten zu gucken. Ja. Die Vögel, ich bin eine wahnsinnig fleißige Vögelfütterin. Und dann alle zu beobachten und dann sich fertig zu machen langsam. Ja. Sie geht immer in ihrem gelben Bademantel raus. Ich sag immer, da kommt wieder die gelbe Vogelfrau, die Frau in Gelb. Und die Vögel erkennen das natürlich schon. Ne? Und die drehen dann immer alle durch draußen, weil die wissen, jetzt gibt's gleich richtig viel schönes Futter. Und dann reißen sich immer alle darum, wenn die gelbe Vogelfrau kommt. Jeden Morgen. Die Amsel kommt dann angestürmt. Ja, genau. Nein, also das klingt jetzt nämlich, das klingt ja jetzt fast schon spießig, ne? Aber genau das ist das, was wir brauchen als Ausgleich in diesem total bekloppten Beruf. Ne? Ich meine, der perfekte Tag könnte auch, wir könnten auch gerne im Silbersaal denn dann auftreten, nur wenn dann diese Fahrt dazwischen nicht wäre. Ja. Also wenn man so schnipsen könnte und dann einfach woanders wäre. Wir beamen den Silbersaal einfach zu uns oder wir beamen uns in den Silbersaal. Dann müssen wir nicht in Berlin spielen, dann spielen wir gerne überall woanders. Also wenn jetzt endlich das Beamen erfunden würde, dann wäre das sowieso der Hammer, oder? Dann könnte man einfach nur sagen, so, man spart sich die ganze Reiserei, man hat gerade noch den Kaffee zu Hause getrunken, macht sich ein bisschen fertig und sagt so, zack, und im Silbersaal. Hallo! Wenn man nicht immer vorsingen müsste. Ja, stimmt. Das ist die Hölle. Vorsingen. Das ist die Hölle. Das kann sich ein Normalsterblicher, sag ich mal, kann sich das gar nicht vorstellen, was wir da für Höllenqualen erleiden. Es gibt ja Leute, die damit kein Problem haben, ne? Aber wir beide sind auf jeden Fall, ich ganz schlimm. Und Auditions, du auch, ne? Ganz, ganz schlimm. Auditions, Vorsingen, Vorsprechen sind das Schlimmste, was es gibt, auch für mich. Und gleich gefolgt von Premieren. Nein, damit habe ich nicht so ein Problem. Ja. Da bist du auch wieder, siehst du, da bist du eben auch wieder echt entspannter als ich. Ich kann mich da nicht entspannen. Die Leute sagen dann immer zu mir, hey, mein Gott, entspann dich doch, du kannst es doch. Ja, du machst das schon so lange. Warum bist du so nervös? Ich kann es selber nicht sagen. Vor allem ist es wirklich Wahnsinn, wie nervös er ist vorher und wie er dann aber abliefert. Das ist ja immer, ne? Man denkt so, ach ja, er ist wieder so nervös, man kennt es dann schon, ne? Ja, trotzdem. Ich weiß. Und dann auf der Bühne merkt man nichts davon. Das ist toll, wenn das so ist. Sehr beeindruckend. Das ist toll, wenn das so ist, aber ich fühle mich nicht so. Ja, also It Takes Two war ja aufgelegt, sozusagen. Wenn sich zwei Menschen treffen und lieben lernen und vor allen Dingen eben auch noch die Musik gemeinsam lieben, das Singen lieben und sich dazu auch noch im Musical kennengelernt haben, dann ist doch klar, dass das auf der Agenda steht. Also früher oder später musste es einfach sein, dass wir ein Programm zusammen machen und wir haben uns gedacht, lieber früher als später und haben einfach mal so ein Programm konzipiert, weil wir gedacht haben, sowas gibt es eigentlich noch gar nicht. Also so ein echtes Musical-Duett-Programm kennen wir gar nicht, hat noch keiner so in der Form gemacht und dann haben wir gesagt, das machen wir doch einfach mal und Premiere wird dann hier im wunderschönen Silbersaal sein, wo ich mich ja schon so zu Hause fühle und Navina auch fast schon. Ja, meine Mutter hatte gleich zu dem Programm gesagt, oh ja, wie toll, die Duette sind eh immer das Schönste und dann hat man alle Duette auf einem Haufen und dachte mir, ja, wenn meine Mutter das mag, die gar nicht so ein großer Musical-Fan ist, dann werden es sicher andere Leute auch so sehen. Und damit werden wir reich. Es wird ein absoluter Welterfolg werden. Ja, genau. Und wir machen nichts mehr anderes, nur noch das. Na gut, genau. Und morgens die Vögel füttern. Die kriegen dann noch mehr. Ich brauche auch noch einen gelben Bademantel.
Kannst du mir schenken vielleicht. Gute Oder wir Idee. Lassen uns sowas, wir schreiben das auf die Hochzeitsliste. Wir lassen uns nichts schenken. Stimmt.